Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem Video, wo ich alle C-Days aufliste und nacheinander bewerte, also ein Ranking. Weil am Samstag ist C-Day in Divius dran. Das ist vollkommen untergegangen mit den ganzen Neuigkeiten. Ultra-Bonus, Kanto-Bonus, Mewtwo. Und ja, das mit in Divius vollkommen untergegangen. Habe ich letztens erst wieder dran gedacht. Und ja, im Stream erwähnt und die meisten haben es auch vollkommen verplant, vergessen. Deswegen hier mein Hinweis, am Samstag, NDVSC Day, von 11 bis 14 Uhr, so wie immer. Nicht von 9 bis 12, das muss man wie immer erstmal umstellen auf unsere Zeitzone und dann ist 11 bis 14 Uhr. Der Bonus ist dreifach EP fürs Fangen, mit Glücksein natürlich sechsfach und NDVSC natürlich als Shiny verfügbar. Die Attacke ist noch nicht bekannt, die spezielle. Und ja, der erste C-Day überhaupt, der war im Januar 2018. Und Endivir wäre der 9. C-Day. Das heißt, wir hatten bisher 8 C-Days. Und diese 8 C-Days habe ich bewertet. Wir fangen an mit dem schlechtesten C-Day auf Platz Nummer 8. Also bevor wir anfangen, das ist meine persönliche Meinung. Jeder kann eine andere Meinung haben. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, was war euer Lieblings-C-Day? Welche C-Days haben euch gefallen, welche nicht? Und die Seite, die ich verwende, ist eurogamer.net. Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr euch dann auch anschauen. Das haben die schön gestaffelt. Vom ersten bis zum aktuellsten. Und wie gesagt, wir fangen an mit Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 8 haben wir, bam, den allerersten C-Day im Januar, 20. Januar, Samstag, Pikachu. Pikachu gab es als Shiny, gab es davor aber auch schon, also nichts allzu Besonderes. Besondere Attacke ist Surfer. Ist ja cool, ein Sammlerobjekt. Kleiner Funfact, Nostalgie-Faktor, aber nützlich ist das natürlich nicht. Und als Bonus gab es, das ist ein besonderer Bonus, Doppel-EP. Nicht irgendwas fürs Fangen, sondern Gesamt-Doppel-EP. Das heißt auch fürs Entwickeln. Den Entwickel-EP-Bonus, den gab es ja schon ewig nicht mehr. Ich glaube, ich mache mal dazu noch ein Video. Aber ja, zu dem Event gab es für alles Doppel-EP, auch fürs Entwickeln. War cool, aber an sich gab es halt keinen Grund rauszugehen. Außer für Shiny Pikachu halt. Aber am besten wäre es halt gewesen, irgendwo zu farmen, sich nicht zu bewegen und dann entwickeln und Go Plus nebenbei oder sowas. Oder man hätte auch einfach zu Hause entwickeln können. Dementsprechend haben die es natürlich sofort geändert und der Bonus kam nie wieder. Aber die Tatsache, dass es Pikachu davor schon Shiny gab und Pikachu an sich nichts allzu Interessantes ist. Deswegen habe ich Pikachu C-Day auf Platz Nummer 8 getan. Dann kommen wir zu Platz Nummer 7. Da haben wir Voltilam C-Day vom April. War der 4. C-Day. Als Bonus gab es reduzierte Kilometer fürs Brüten. Und das ist meiner Meinung nach der schlechteste Bonus überhaupt. Eier, die schon aktiv sind in den Inkubatoren, die werden nicht aktualisiert. Das heißt, die muss man erstmal auslaufen und neue reinschmeißen. Und die werden erst reduziert. Dementsprechend in der kurzen Zeit, meiner Meinung nach, so ein schlechter Bonus. Kleine Randnotiz, während des C-Days gab es auch ein normales Event und das war, glaube ich, Doppelbonus, also es gab reduzierte Kilometer auf die Eier und Doppelbonbon. Voltilam an sich, ich war jetzt nicht so begeistert, Shiny Voltilam sah ganz cool aus. Die Attacke, Drachenpuls für Ampharos, eine Drachenattacke für ein Elektro-Pokémon, war jetzt nicht allzu überragend, Ampharos hätte da bessere Donnerattacken gebraucht, um da irgendwie relevant zu sein. Aber an sich war es natürlich ein cooler C-Day. Viele Leute, überraschenderweise, für mich überraschend, haben noch Voltilam gebraucht, um Ampharos zu machen. Aber meiner Meinung nach, Bonus nicht so toll, Pokémon nicht so toll, Attacke nicht so toll. Dementsprechend Platz Nummer 7. Dann haben wir auf Platz Nummer 6 den 7. C-Day. Das war der Shigi C-Day. Sonntag, 8. Juli. Und davor war der Hype nicht so groß. Keiner hatte wirklich Lust auf Shigi C-Day. Der Bonus war wieder reduzierte Kilometer fürs Brüten. Wie gesagt, das ist der schlechteste Bonus überhaupt. Die Leute waren nicht so interessiert. Turtok an sich, nicht sehr relevant, sehr schwach. Auch die Attacke hat leider nichts geändert. Kyogre natürlich immer noch der beste Wasserangreifer. Dementsprechend der Hype, die Lust auf den C-Day war ziemlich low. Aber Niantic hat was Krasses rausgebracht. Und zwar Shigi mit Sonnenbrille. Die Shigi Squad. Und das war cool mit den Quests. Hat den C-Day ein bisschen verändert. Normalerweise ist es einfach stumpfes Farmen. Aber dadurch mit den ganzen Gequeste und der Jagd nach dem Sonnenbrillen-Shigi, Sonnenbrillen-Shigi in Shiny. Das war ganz lustig. Hat den C-Day ein bisschen verändert, eine andere Spielweise, man hat nicht einfach nur stumpf gefarmt, sondern hat mal was Neues gemacht und da versucht so viele Quests wie möglich zu erfüllen. Hat einfach Schwung in die ganze Sache gebracht mit den C-Days und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Dementsprechend Platz Nummer 6 für ein nicht so tolles C-Day-Pokémon mit einer relativ unwichtigen Attacke und einem schlechten Bonus. Aber mit einem kleinen schönen Extra war der C-Day echt nicht schlecht. Weiter geht's mit Platz Nummer 5 und da haben wir den letzten C-Day. C-Day Nummer 8, Eoli. Besonderes Merkmal, das ging 2 Tage. Der Grund war eben natürlich nach Targa, den musste man in der Nacht entwickeln.
damit man den als Shiny nach Tage erhält. Bonus, dreifach Sternstaub fürs Fangen, also eigentlich ziemlich saftig. Das heißt 6 Stunden, dreifach Sternstaub mit Sternstück 4,5-facher. Die Attacke war jetzt nicht so relevant. Ist selbstverständlich, weil man kann nicht eine Attacke rausbringen, die relevant ist für alle 5 Weiterentwicklungen. Flamaga Feuer, Blitzer Elektro, Aquana Wasser, nach Tage Unlicht und Psyana Psycho. Das geht natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz, sehr stabiler C-Day, dreifach Sternstaub, hat Spaß gemacht, cooles Pokémon, tipptopp in der Mitte platziert, auf Platz Nummer 5. Dann habe ich auf Platz Nummer 4 den Glumanda C-Day. Bam! Der 5. C-Day überhaupt. Glurak hat eine gute Attacke bekommen, wodurch er besser geworden ist. Nicht besser als Entei oder Lavados, aber trotzdem besser und auf jeden Fall sehr nützlich. Dreifach Sternstaub, beste. Und ja, was soll ich sagen? Shiny Glurak sieht einfach geil aus in Schwarz. Dementsprechend Platz Nummer 4 für C-Day Glumanda. Dann habe ich auf Platz Nummer 3 den 2. C-Day. Das war am Samstag, 24. Februar. Einfach so Dratini. Das war schon ein Knaller. Eine richtige Bombe, die Niantic da rausgehauen hat. Es gab wieder mal dreifach Sternstaub. Dreifach Sternstaub, beste. Shiny Dragon sieht jetzt ziemlich hässlich aus. Draco Meteor ist natürlich auch nicht die beste Attacke. Ist zwar cool, selten jetzt, Sammlerstück, aber es hat Dragoran jetzt nicht besser gemacht. Die Attacke ist nicht die bestmöglichste Attacke für Dragoran. Aber natürlich Dratini, Dragoran immer noch ein geiles Pokémon. Und viele wollten den natürlich haben. Und wie sie den bekommen haben. Ich habe, glaube ich, fast 2000 Bonbons gemacht. Also das war ein heftiger C-Day. Gutes Pokémon. Dreifach Sternstaub. Alles gut. Machen wir weiter mit Platz Nummer 2. Und zwar ist das hier. Bisasam. Offensichtlich dadurch der beste Pflanzenangreifer geworden. Davor war es knapp mit Kokowai, aber jetzt, aber mit der Attacke vom C-Day, ist Bisaflor der Top-Pflanzenangreifer. Es gab dreifach EP, was natürlich stabil ist. Nicht so gut wie Staub, aber einfach die Tatsache, dass Bisaflor mit der C-Day-Attacke so ein krasser Pflanzenangreifer ist. Da hat einfach jeder versucht, ein gutes Bisaflor mit der Attacke rauszubekommen. Manche haben sich sogar ein 6er-Team gemacht, also die Attacke ist echt krass. Bisaflor war davor schon sehr stabil, aber mit der C-Day-Attacke noch besser. Und jetzt, das ist natürlich keine Überraschung, kommen wir zu Platz Nummer 1. Das ist natürlich kein Geheimnis, das wusste glaube ich jeder davor schon, bevor er überhaupt das Video angeklickt hat. Und zwar, Lavitas C-Day. Der 6. C-Day, Samstag, 16. Juni. Und ja, Despotar, ein krasses Pokémon. Ihr wisst, ich liebe Despotar. Und mit der C-Day-Attacke ist er einfach auch noch vom besten Unlichtangreifer zum besten Gesteinsangreifer geworden. Er hat damit Geowatz abgelöst. Ihr wisst, ich habe dazu ein Video gemacht. Es gab wieder mal dreifach EP, was solid ist. Nicht so saftig wie Staub, aber ja, was soll man sagen? Shiny Despotar sieht ganz cool aus und dadurch der beste Gesteinsangreifer geworden. Ich habe mir 6 entwickelt. Ihr habt die leider immer noch nicht gepusht, aber werde ich auf jeden Fall machen. Und auf jeden Fall ein sehr begehrtes Tauschobjekt, weil es gibt natürlich viele Spieler, die haben sich nicht genug oder gar keine entwickelt mit der CD-Attacke. Und er ist eben echt gefragt, vor allem jetzt, wenn er Glücks Despotar mit der CD-Attacke wird, mit relativ guten IV, da kann man nur sagen, super saftig. Und das waren alle C-Days, die es bisher gab. Wo könnte man den Endeavor C-Day einordnen? Wahrscheinlich irgendwo weiter unten, auf Platz 8 oder so. Also nach, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch der schlechteste. Aber wir werden es sehen am Samstag. Wird natürlich trotzdem viel Spaß machen. Die EP kann man schon mal mitnehmen. Und ja, neues Shiny für die Sammlung. 3 Stunden ist jetzt auch nicht die Welt, kann man auf jeden Fall nutzen. Muss man jetzt nicht den Miesepeter spielen und den C-Day schlecht reden, also meiner Meinung nach besser als gar nichts. Ich werde auf jeden Fall meinen Spaß haben. Und das war's erstmal von mir. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, was euer Lieblings-C-Day war, welche ihr schlecht fandet. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Mies ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.